Permanenter Krieg, die Weltkonflikte der Zukunft. Kampf um Kunst, warum Museen nicht mehr mithalten können. Wilde Häuser, die freche Architektur von Frank Gehry. Einen herbstlichen guten Abend zur Kulturzeit. Bestimmt ist es auch Ihnen zu kalt, um draußen lange Spaziergänge zu machen. An Übernachten ist erst recht nicht zu denken. Für viele Flüchtlinge ist das jedoch gerade die Realität. Tausende von ihnen übernachten nach wie vor in dünnen Zelten und auch auf der sogenannten Balkanroute, wo noch unzählige Flüchtlinge unterwegs sind, wird das Wetter schlechter. Europa ist schon lange keine Friedensinsel mehr. Das ist auch das Fazit Herfried Münklers. In seinem neuen Buch Kriegssplitter hat er sich die ganz großen Fragen gestellt. Was bedeutet Krieg in unserer Zeit? Münkler fordert neue geopolitische Strategien. Wie die aussehen, erklärt er Raik Wieland. So kam der Krieg nach Europa. Mit den Menschen, die vor ihm flohen. Die sich nicht aufhalten ließen von Stacheldraht und Grenzkontrollen. Hatten sie eine Alternative? Hatte Deutschland eine Alternative, als sie aufzunehmen? Inzwischen sind es über 1 Million Flüchtlinge. Und es werden täglich mehr. Und die Welt wundert sich über eine Willkommenskultur, die kurz zuvor kaum jemand für möglich gehalten hätte. Aber die Welt hat sich verändert. Die Bundesrepublik Deutschland ist in den letzten, ich würde mal sagen, 5 Jahren innerhalb Europas in die Rolle einer Vormacht hineingeraten. Das hatte wesentlich auch damit zu tun, dass ökonomische und fiskalische Macht eine so zentrale Rolle gespielt haben. Und jetzt hat Frau Merkel im Prinzip durch ihre Entscheidung von Anfang September ein Problem, das ganz Europa betraf, gelöst. Das heißt sozusagen, sie hat die deutsche Führungsrolle dahingehend interpretiert, dass wir den ersten Schritt zu einer Lösung des Problems machen müssen. Glaubt man Herfried Münkler, sind wir in diesen Tagen Zeugen einer Entwicklung, welche die Welt, wie wir sie kannten, verändern wird. Der Globalisierung von Handel und Finanzen folgt jetzt die Globalisierung der Folgen von Krieg und Elend. Das alte Konzept der reichen Wohlstandsnationen, den Strom der Migranten per Abschottung auszubremsen, es funktioniert nicht mehr. Wir sind zurzeit in einer Lage, in der sich mindestens 2 politische Ordnungsmodelle überlagern, nämlich das der Territorialisierung politischer Ordnung mit Grenzregimen. Das wir im Prinzip, wenn wir in eine politische Karte hineinschauen, immer noch sehen mit den bunt eingefärbten jeweiligen Nationalstaaten. Und auf der anderen Seite das Regime der Ströme von Waren und Informationen, Dienstleistungen, Menschen, Kapital und so weiter. Und wir hatten die ganze Zeit die Vorstellung, die Ströme von Menschen, das sind nur wir als Geschäftsreisende und Touristen, aber nicht die anderen. Die werden besucht, aber die besuchen uns nicht. Das hat sich verändert. Und da ist noch die Globalisierung lokaler Konflikte, die Bevölkerungen ganzer Länder in die Flucht treibt. Konflikte heute, sagt Münkler, beginnen ohne Kriegserklärung und enden ohne Waffenstillstand. Syrien, Libyen, der Irak sind Failing States, die keine regulären Armeen mehr haben. Was jetzt passiert ist, ist ein Diffuswerden. Also kleine Akteure, die mit ein paar Millionen Dollar Leute bewaffnen und einen Bürgerkrieg beginnen, der auf kleiner Flamme geführt wird, der mal stärker aufflackert und dann wieder klimmt und der eigentlich nie endet. Herfried Münkler, Professor an der Berliner Humboldt-Universität, ist einer der einflussreichsten deutschen Wissenschaftler. In seinem neuen Buch über die Frage, was Krieg bedeutet in unserer Zeit, beschreibt er die Evolution der Gewalt seit dem Ersten Weltkrieg. Wurden im letzten Jahrhundert Kriege noch um Territorien geführt, geht es heute um die Kontrolle von Strömen und von Kommunikation. Die USA, sagt Münkler, hätten sich nach den Desastern im Irak und in Afghanistan von der Idee verabschiedet, Gebiete am Boden zu besetzen. Der Krieg geht dennoch weiter, mit Drohnenschlägen aus der Luft und Geheimdienstoperationen. Eine demokratische Kontrolle ist bei dieser Art der Kriegsführung ausgeschlossen. Was sich inzwischen hier entwickelt hat, ist ein Krieg, der permanent stattfindet, aber im Geheimen stattfindet. Und über den es auch nicht sehr viele Informationen gibt, weil natürlich diejenigen, die ihn in dieser Weise betreiben, auch gar nicht wollen, dass diese Informationen da sind. Das heißt umgekehrt, dass Terroristen ein Interesse daran haben, möglichst dramatisch sichtbare Anschläge durchzuführen, um auf diese Weise
das zu treffen, wo westliche Gesellschaften, überhaupt die Gesellschaften des Nordens, grundsätzlich besonders verwundbar sind, nämlich in ihrer Nervosität und Ängstlichkeit und in der Zerstörung von Milliardenvermögen. Die klare Trennung zwischen Krieg und Frieden ist seit den Anschlägen von 9/11 Geschichte. Wir können nicht mehr sagen, wann Krieg beginnt und wann er endet. Der War on Terror wurde nie erklärt und er findet bis heute an jedem Punkt der Welt statt. In den asymmetrischen Kriegen der Gegenwart, sagt Münkler in seinem Buch, tragen die Akteure keine Uniformen. Sie überschreiten keine Grenzen und bilden keinen politischen Körper. Der Krieg ist ein diffuser Dauerzustand geworden. Ich will nicht sagen, dass wir der alten Welt der klaren Unterscheidung von Krieg und Frieden nachtrauern werden, denn die war ja auch durchaus schrecklich. Aber diese Kriege zu beenden, überfordert unsere Fähigkeiten, wie das Scheitern der USA im Irak und in Afghanistan gezeigt hat und das Scheitern der Europäer in Libyen. Wir sollten sehr bescheiden sein und sagen, wir werden diese Länder nicht neu erfinden und völlig umkrempeln. Aber vielleicht sind wir in der Lage, so viel Stabilität herzustellen, dass dort Prosperität entsteht und dass die Leute dort bleiben und nicht flüchten. Münklers Buch ist keine moralische Streitschrift. Wer es liest, dem wird klar, warum die Globalisierung des Krieges nicht ohne Folgen bleiben wird für die sich abschottenden Wohlstandsinseln des Westens. Die Zeit des Friedens ist vorbei. Frieden, sagt Münkler, ist heute ein Zustand prekärer Stabilität. Auch an der Frankfurter Buchmesse ist die Flüchtlingsfrage allgegenwärtig. Derzeit arbeitet die Messe mit Hilfsorganisationen zusammen. In geführten Gruppenrundgängen will man ihnen unter anderem die Verlage aus ihren Heimatländern vorstellen. Auch Leseecken und Flüchtlingsbibliotheken sollen entstehen. Mittlerweile gibt es auch Spendenboxen für Menschen, die ihre Bücher verschenken wollen. Gebraucht werden vor allem Wörterbücher, Deutschbücher, aber auch Sachbücher und Romane. Katrin Seibold und Annette Poppenherge haben sich in Frankfurt umgesehen. Es scheint, als werde die Welt derzeit neu zusammengewürfelt. Auch auf der Buchmesse ist das zu spüren. Die Erde sortiert sich neu. Die Erwartungen sind hoch. Ich erwarte eine sehr politische Buchmesse, vielleicht noch politischer als sonst. Selbst das Gastland Indonesien steht als ein zumindest Beispiel dafür, dass Islam und Demokratie sich verstehen können. Aber nicht müssen, wie die leeren Regale hier zeigen. Iran hat seinen offiziellen Auftritt abgesagt. Als Grund wird Salman Rushdies Auftritt zur Eröffnung genannt. Dabei ist die Messe ein wichtiges Schaufenster für iranische Verleger. Sie haben viel investiert und müssen vielleicht unverrichteter Dinge abreißen. Dieses Schriftstellerpaar lebt in Kanada. Beide verbindet ein Flüchtlingsschicksal. Beide haben Romane darüber geschrieben. Madeleine Tien erhält den Literaturpreis, der nur an Frauen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und der arabischen Welt verliehen wird. Ihr Roman behandelt die Flucht aus Kambodscha zur Zeit der Roten Khmer. Wir neigen dazu, das Bild des Flüchtlings in unserer Gesellschaft zu trennen davon, was wir mit unseren Handlungen in der Welt auslösen. Im Falle von Kambodscha fällt viel dem Vergessen darüber anheim, was wir und die geopolitischen Kräfte damals ausgelöst haben, etwa Stellvertreterkriege. Erst dadurch sind diese Flüchtlingsschicksale nämlich entstanden. Ravi Aj findet, Deutschland kann vom Libanon lernen, wenn es um muslimische Flüchtlinge geht. Ich bin im Libanon geboren und aufgewachsen. Und Libanon war viel früher mit der Vielfalt von Religionen befasst als Europa wahrscheinlich. Integration heißt, Macht, Geld und Wohlstand zu teilen. Das ist Deutschlands größte Sicherheit, Sprache und Kultur. Natürlich wird Deutschland nicht mehr dasselbe sein. Die Herausforderung besteht darin, welches Deutschland, welchen Islam, welchen europäischen Islam werden wir befördern?
Flüchtlinge, ein allgegenwärtiges Thema. Und während Buchmessen Business as usual läuft, gibt es dieses Jahr etwas wirklich Neues in der Geschichte der Buchmesse. Freier Eintritt für Flüchtlinge am Sonntag. Der Roman zur Stunde stammt von Jenny Erpenbeck. Gehen, ging, gegangen, erzählt von den afrikanischen Flüchtlingen auf dem Berliner Oranienplatz und Richard, einem emeritierten Professor. Vor 2 Jahren hat Erpenbecks Recherche begonnen. Selten ist Literatur so aktuell. Ich habe eigentlich in allen meinen Büchern Biografien angeschaut, die gebrochen sind, die Leute, die Erfahrungen gemacht haben von Verlust ihrer Herkunft, von Lüge über Herkunft, auch über den Tod, den Verlust von Familienmitgliedern. Und solche Themen führen natürlich relativ geradenwegs auch in diese Flüchtlingsthematik. Es geht um Zeit und Endlichkeit und die Frage, was ist wichtig im Leben? Bücher sind Hilfe. Bücher sagen Willkommen. Helfen möchte Nur Nasrabi aus Afghanistan. Er lebt seit 18 Jahren in Deutschland, promoviert an der Uni Siegen. Sein Leitfaden für Flüchtlinge entsteht gerade in 6 Sprachen, darunter Dari und Farsi, zum Beispiel für Menschen aus Afghanistan. Wir haben hier eine typische Situation, neu in Deutschland, und da geht es um Umgang mit Polizei. Und da haben wir ein Kapitel, da geht es Polizei, dein Helfer und Freund, und da wird darüber aufgeklärt, welche Funktion ein Polizist hat, der einem schützt, der einem unterstützt, der einem hilft, und dass keine Bedrohung als Bedrohung nehmen soll, und dass man auch die Polizei bei deren Arbeit unterstützt. Diese sehr politische Buchmesse schafft ein Bewusstsein, wie privilegiert unsere Freiheiten sind und wie gefährdet. Weitere Hinweise und alle Informationen über den Dreisatzstand und die Messe finden Sie auf www.dreisatz.de. Ehrengast an der Buchmesse ist dieses Jahr Indonesien. Das Land der aber 1000 Inseln hat heute seinen Pavillon mit traditioneller Musik eröffnet. Bis Sonntag stellen sich hier 70 indonesische Autoren vor. Religion und Meinungsfreiheit sind die zentralen Themen der Buchmesse in diesem Jahr. Und damit sind wir auch schon bei unserem letzten Teil unserer Indonesien-Serie. Wie frei ist die Religion, wenn alle per Gesetz religiös sein müssen? Denn so ist das in Indonesien. Dessen Präsident Joko Widodo hat heute ein Ende der Gewalt zwischen Muslimen und Christen in Aceh gefordert. Solche Brutalität zerstöre den Pluralismus, hat er getwittert. Wie es darum steht, haben sich Susanne Christelli und Stefan Gagstetter genau angesehen. In Indonesien muss jeder einer Religion angehören, so steht es in der Verfassung. Katholiken, Protestanten, Buddhisten, Hindus und vor allem Muslime leben Tür an Tür. Es ist das bevölkerungsreichste muslimische Land der Erde. Fast 90% der Bevölkerung, über 210 Millionen Indonesier, sind Muslime. Von Staats wegen herrscht Religionsfreiheit. Aber wer sich zu keinem Glauben bekennt, macht sich verdächtig. Wenn du keine Religion ausübst, nennen die Leute dich Kommunist. Und wenn du Kommunist bist, haben die Menschen noch immer Angst vor dir. Du musst religiös sein in Indonesien. Egal welcher Religion du angehörst, aber du musst eine haben. Die Schriftstellerin Ayu Utami ist Katholikin. Ihr erster Roman machte sie zum Hassobjekt der religiösen Hardliner jeglichen Glaubens. In Saman, 1998 erschienen, geht es um einen abtrünnigen katholischen Priester und die sexuelle Freiheit 4 junger Frauen. Explizit, detailreich, ein Befreiungsschlag. Das wichtigste Ziel für Kunst muss sein, dass sie die Menschen befreit.
Während des Suharto-Regimes war klar, von wem die Unterdrückung ausging, nämlich vom Militär. Jetzt gibt es zwar Pressefreiheit, aber noch keine Gedankenfreiheit. Seit dem Sturz des Diktators Suharto erlebt der Islam in Indonesien eine Renaissance. Im Straßenbild verbreitet sich das Kopftuch. Der Alkoholverkauf wurde eingeschränkt. Sichtbare Zeichen für den wachsenden Einfluss islamischer Parteien. Den bekommen auch Schriftsteller und Comiczeichner zu spüren. Der Schöpfer der Figur Lotif brachte die Tugendwächter gegen sich auf. Etwa mit dieser harmlosen Karikatur. Einmal haben wir ein Buch gemacht, in dem wir die Leute von der FPI, der Front zur Verteidigung des Islams, kritisiert haben. Wir haben deren Verhalten im Straßenverkehr angeprangert. Sie benutzen keinen Motorradhelm und wir haben das in einem Cartoon gezeigt. Wir wurden daraufhin angegriffen und es gab Drohungen gegen die Läden, die dieses Buch verkaufen wollten. Die wollen nicht kritisiert werden. Hier in Indonesien ist es ein Tabu, den Islam zu kritisieren. Noch gilt Indonesien als Beleg dafür, dass sich Koran und Demokratie vertragen. Doch streben Radikale nach immer mehr Einfluss, unterstützt von Saudi-Arabien. Die Folge? Der Islam wird zunehmend enger und konservativer interpretiert. Auch wenn es regional große Unterschiede gibt. Ortswechsel. Aceh auf Sumatra. Von Jakarta aus betrachtet wirkt es wie ein anderer Planet. Hier gilt die Scharia. Unzüchtig gekleideten Frauen droht die Prügelstrafe. In Aceh hat die Schriftstellerin Linda Cristanti zahlreiche streng Religiöse interviewt. Die sagten, schreib ja nicht, dass wir Terroristen sind. Cristanti gab ihrem Essayband dann aber doch genau diesen Titel. Du musst nicht denken. Du musst nur dem folgen, was Gott will. Wir können aber nicht beweisen, dass Gott existiert. Keiner hat Gott jemals getroffen. Aber in Aceh wollen sie das Denken im Namen Gottes kontrollieren. Ich denke, genau das bedeutet Scharia, Gedankenkontrolle. Auch auf der Molukkeninsel Ambon kam es immer wieder zu religiösen Konflikten. Jeweils zur Hälfte leben hier Christen und Muslime, meist in getrennten Stadtvierteln. Heute ist es weitgehend friedlich. Doch das war nicht immer so. 1999 eskalierten Unruhen zwischen Christen und Muslimen. Polizei und Armee mischten kräftig mit, je nach Religionszugehörigkeit. Der Lehrer und Dichter Rudi Fofit will die Gräben zwischen den Menschen überwinden. Für ihn verdecken Religionskriege nur die wahren Konflikte. Vielleicht denken Sie, dass es sich hier um einen Konflikt zwischen Christen und Muslimen handelt. Das schreiben auch die Journalisten. Aber wir in Ambon wissen, dass es um etwas anderes geht, um einen Konflikt zwischen den Menschen und dem Staat. Ein Sportplatz an der Kreuzung zwischen dem muslimischen und dem christlichen Viertel. Genau hier veranstaltet Rudi Fofit einen Poetry Slam. Damit will er christliche und muslimische Jugendliche zusammenführen. Ihnen zeigen, dass es zwischen ihnen mehr Verbindendes als Trennendes gibt. Und seine Botschaft kommt an. Dogmatismus und das Beharren auf der eigenen Identität sind ein fruchtbarer Boden für Hass. Hass führt zu Konflikten und Gewalt. Unser Denken befreien bedeutet, uns von Hass zu befreien. Der indonesische Islam ist konservativer geworden, aber nicht radikal. Hier wird klar, das Problem ist eben nicht der Islam, sondern seine Interpretation. Und die ist hier entspannter als an anderen Orten der Welt.
Der renommierte Man Booker Prize geht dieses Jahr an den jamaikanischen Schriftsteller Marlon James. In seinem Roman A Brief History of Seven Killings erzählt er von den Mordversuchen an den Reggae-Musiker Bob Marley und einer schwierigen Zeit voller politischer Turbulenzen. Zeugen dieser Mordversuche sind übrigens nicht nur Gangster und Drogenhändler, sondern auch Geister und Schönheitsköniginnen. Und nun geht's weiter mit den Tipps von Hanna Friedrich und Gudrun Wald. Wenn man ein junger Mensch ist und die Welt bricht herein mit ihrer Geschlechtlichkeit, dann ist es oft das Geschlechtliche, was das Menschliche hinaustreibt aus der Welt. Es sind einsame, verlorene Existenzen in einer Welt geprägt von Gewalt, Alkohol und Missbrauch. Die Präsidentinnen, in Wien inszeniert von David Bösch. Vor 30 Jahren lehnte das Burgtheater das Stück des damals unbekannten Dramatikers Werner Schwab noch ab. Heute ist es längst ein moderner Klassiker. In unserem Land war überhaupt niemand ein Nazi! Ein sprachgewaltiger, zeitloser Text. Die Präsidentinnen, das makabre Spiel von Dominanz und Unterdrückung am Akademietheater der Wiener Burg. Nächste Vorstellung morgen. Christian Gerhaher probt Mozart. Begleitet vom Freiburger Barockorchester erscheinen jetzt von ihm erstmalig Arien von Mozart. Letztes Jahr feierte er als Don Giovanni große Erfolge in Frankfurt. Auf Mozart Arias singt er auch Leporello, Papageno und Figaro. Ein Best-of der Bariton-Arien, dazu Sätze aus einer Mozart-Symphonie. Intensiv und leidenschaftlich. 2000 Meilen? Du bist verrückt geworden. Das ist mein altes Wanderzelt. Zigern schaffen es nicht. Rucksäcke, Wanderstiefel, Funktionsjacken. Outdoor-Charme auf der Kinoleinwand. Ich muss jede Stunde was essen, sonst kriege ich diese Krampfanfälle. Krampfanfälle, ja genau. Zwei Superstars, Robert Redford und Nick Nolte, als grundverschiedene Freunde. Alles okay? Ging mir nie besser. Sie machen sich auf, den legendären Appalachian Trail zu bezwingen. 3.500 Kilometer durch 14 Bundesstaaten. Dagegen ist der Jakobsweg ein Spaziergang. Picknick mit Bären. Ein Film über die beschwerlichen Abenteuer des Alters. Mit viel Humor. Jetzt in den Kinos der Dreisatländer. Die öffentliche Hand muss sparen. Deshalb kann man davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren auch in den Kulturetats kräftig gekürzt werden wird. Es gibt Schätzungen, die befürchten, dass jede 10. Kultureinrichtung schließen muss. Am härtesten trifft es die Theater- und die Museumslandschaft. Wie dem begegnen? Wie verändern sich die Aufgaben, die ein Museum in Zukunft bewältigen muss? Und was gefährdet seine Zukunft? Darüber habe ich vor der Sendung mit der Direktorin der Stuttgarter Staatsgalerie, Christiane Lange, gesprochen. Sehen Sie zuvor den Film von Christine Roman. Höher, schneller, weiter. Ständiges Wachstum ist das Credo des Kapitalismus. Und der Kunstmarkt zieht mit. Die Möglichkeiten, zeitgenössische Kunst anzusehen, waren noch nie so groß wie heute. Während früher die Biennale in Venedig als die Kunstschau schlechthin galt, gibt es heute eine Flut von Kunstmessen und Biennalen. Weltweit sind es bisher über 100. Auch bei den Museen in Deutschland ist dieser Trend zu beobachten. In den vergangenen 25 Jahren sind bundesweit 700 neue Kunstmuseen gegründet worden und unzählige Galerien. Sie alle konkurrieren um Aufmerksamkeit, um Geld, um Besucher. Was ist mit den hehren Zielen der einstigen Museumsgründer, durch Kunst umfassend zu bilden? Herrscht mittlerweile nur noch ein Wettrüsten der Ausstellungsmacher, um mit möglichst spektakulären Kunstschauen beim Publikum zu punkten? Ein Garant für hohe Besucherzahlen, große Namen. Popstars wie Damien Hirst und Jeff Koons locken Massen ins Museum. Auch Gerhard Richter, seit Jahren einer der teuersten deutschen Künstler, ist so eine Marke, die zieht. Doch die Kunst der Stars ist teuer.
Und das Geld, das öffentlichen Museen zur Verfügung steht, wird immer weniger. Auf einem qualitativ hohen Niveau Sammlungen zeitgenössischer Kunst anzulegen, für ein Museum heute kaum zu bewältigen. Wie sieht die Zukunft der Kunstmuseen aus? Wie kommen sie raus aus dem Höher, Schneller, Weiter des Kunstmarkts? Aus Stuttgart zugeschaltet ist mir nun Christiane Lange. Guten Abend, Frau Lange. Guten Abend, Frau Meier. Es gibt immer mehr Museen, der Wettbewerb wird stärker. Das ist doch eigentlich eine gute Entwicklung, oder? Ja, das klingt auf den ersten Blick natürlich großartig. Aber wenn man dann die Zahlen genauer anschaut und denkt, wir haben in Deutschland ohnehin eine der reichsten Kulturlandschaften weltweit. Und dadurch, dass wir ein föderales Land sind und keinen Louvre oder Prado oder eine Eremitage besitzen, sondern eben in jedem Bundesland ein oder zwei ganz traditionsbehaftete, großartige Sammlungen und Museen, sind wir schon von einer sehr reichen Ausgangslage gestartet. Seit 1990 aber sind auf diese wirklich reiche Kulturlandschaft noch 700 Kunstmuseen neu eröffnet worden. Und das ist eine Zahl, die einem doch zu denken geben sollte. Das ist ziemlich viel. Ich habe den Eindruck, dass... Ja, das ist ziemlich viel, Sie sagen es. Also ich wollte da nachfragen und eben fragen, was ist denn das Problem, wenn sich eben immer mehr Akteure auf dem Kunstmarkt tummeln? Naja, das Problem ist natürlich, dass die Zahl zwar exponentiell gestiegen ist an Angebot, aber dass die Nachfrage nur linear gestiegen ist. Wir haben im gleichen Zeitraum nur ein lineares Anwachsen an Museumsbesuchern, an bildender Kunst Interessierten. Und das bedeutet natürlich, dass für jedes einzelne dieser Häuser weniger Interessenten da sind. Und das wiederum hat dann zur Folge, dass man als öffentliches Haus, das mit öffentlichen Mitteln agiert, natürlich sofort die Frage gestellt bekommt, für wen macht ihr eure Arbeit? Und da ist es einfach mir auch wichtig, klarzumachen, Museen und Ausstellungshäuser sind nicht das Gleiche. Die Museen haben den klaren Auftrag, zu sammeln, zu forschen und zu bewahren und dann auch zu vermitteln. Aber ein Ausstellungshaus ist ein reines Vermittlungsangebot und vielleicht manchmal sogar auch ein Unterhaltungsangebot. Und es hat auch seine Berechtigung. Aber in der Gesellschaft ist eigentlich die Idee verloren gegangen, was ein Museum zu leisten hat. Man wird mit den Ausstellungshäusern auf einer Ebene gesehen, weil alle Museen auch Ausstellungen machen, ganz intensiv. Und durch diesen Konkurrenzkampf um den Besucher, um diese schwindende Spezies Besucher, weil der ja nur so langsam im Vergleich zum Wachstum der Kulturanbietenden steigt, kommt es zum Vernachlässigen der Kernaufgaben. Es kommt zum Vernachlässigen dessen, was Museen zu leisten haben, nämlich das Bewahren, das Forschen und natürlich auch das Sammeln. Sie kritisieren auch die Wachstumsphilosophie. Weshalb? Naja, es ist ja nicht nur so, dass die Anzahl der Museen in den letzten Jahrzehnten gewachsen ist, sondern auch die Museen selber. Wenn ich nicht eine große Ausstellung mache, wie kann ich noch ins Feuilleton kommen, indem ich einen Neubau einweihe oder wenigstens einen Anbau oder einen Erweiterungsbau? Und auch da stelle ich mir natürlich die grundsätzliche Frage, wofür ist Museum? Museum ist ja auch eine Auswahl. Es ist ja auch ein immer wieder Neusortieren und unseren Kulturbegriff überhaupt erst strukturieren und ihm ein Gesicht geben. Und es kann nicht nur ein hemmungsloses Wachsen sein. Und so wie in der Wirtschaft uns in den letzten Jahrzehnten deutlich wurde, wenn ein Unternehmen nicht wächst, dann muss man schon Angst haben, dass es im nächsten Jahr nicht mehr existiert. Nur Wachstum garantiert Leben. Dieses kapitalistische Denken, dass nur Wachstum eine Existenz ermöglicht, sollten wir gerade im Kulturbereich, wo die Kunst uns ja immer die Gegenmodelle auch aufzeigt, ganz klar sagen, hier ist doch auch Stabilität gefragt. Ist es nicht wichtiger, uns auch daran irgendwo zu orientieren, was haben wir? Wie viel Geld geben wir hier in unserer Gesellschaft für Kultur aus, wenn wir das auch in Zukunft wie in den letzten Jahrzehnten weiter tun? Was können wir uns damit leisten? Wollen wir diese
große Menge an Kulturinvestitionen immer kleinere Häppchen teilen? Oder wollen wir letztlich auch versuchen, ganz strukturiert und klar agierend in die Zukunft Modelle entwickeln, wie unsere Kulturlandschaft aussehen kann? Frau Lange, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen, dass Sie mich eingeladen haben. Einen schönen Abend noch. Sieht man sich ein Gebäude von Frank Gehry an, entdeckt man eine tiefe Liebe und Sorgfalt, mit der er sich an seine Werke macht. Das sagte einst Star-Architekt Daniel Libeskind über seinen Konkurrenten. Frank Gehry gilt als Darling des internationalen Architekturzirkus. Von einem renommierten Kritiker wurde er zum wichtigsten Architekten der Welt gekürt. Oscar-Preisträger Sidney Pollack drehte mit ihm einen Dokumentarfilm über dessen exzentrische Bauten wie dem Guggenheim-Museum in Bilbao. Und jetzt ist auch die ultimative Frank Gehry-Biografie erschienen. Mehr dazu im Beitrag von Claudia Theisig. Sein Vater hielt ihn für einen verzagten Träumer. Sein Psychoanalytiker meinte, es fehle ihm an Selbstvertrauen. Und dennoch ist Frank Gehry mit seiner vom Winde verdrehten Architektur zum Superstar aufgestiegen. Es gibt nur wenige, die es wirklich durchs Feuer schaffen. Der Moment des Feuers ist, so wie ich es nenne, der Moment der Wahrheit. Und daran habe ich immer geglaubt und darauf vertraut. Den Moment der Wahrheit findet der Pritzker-Preisträger in der Überwindung von Tradition und Konvention. In seinem weitläufigen Architekturbüro in Los Angeles, in dem er heute rund 125 Mitarbeiter beschäftigt, zeugen tausende Modelle von seinem unermüdlichen Schaffensdrang. Seine Häuser seien multiple Persönlichkeiten, die gerne im Mittelpunkt stehen, sagt Gehry. Wie Blitze haben seine Bauten eingeschlagen, die Architekturlandschaft in den letzten 25 Jahren radikal verändert. Frankie Tornado wäre ein Spitzname, der ihm durchaus gerecht würde. In all den vielen Jahren habe ich immer nach einem Weg gesucht, wie ich Emotionen, Menschlichkeit in meiner Architektur zum Ausdruck bringen kann. Mit einer entfesselten Ausdruckswut ignoriert Gehry sämtliche Gesetze der Baukunst, verzerrt und zerknautscht, quetscht und dehnt. Form folgt bei Gehry nicht der Funktion, sondern der Fantasie. Die Liebe zum Gestalten entdeckt Gehry früh. Schon als Kind in Toronto, wo er 1929 als Ephraim Owen Goldberg geboren wird. Mit seinen Eltern, polnisch-jüdischen Einwanderern, lebt er in einfachen Verhältnissen. Erst mit dem Umzug der Familie 1947 ins sonnige Los Angeles manifestiert sich sein Wunsch nach kreativem Schaffen. Als Lkw-Fahrer finanziert er sein Architekturstudium an der renommierten University of Southern California. Seit meiner Kindheit habe ich ständig nach dem Warum gefragt. Also ich war sicher eine schreckliche Nervensäge. Aber ich habe sicher früh begriffen, dass Kreativität intuitiv und spontan sein muss. Auf Betreiben seiner ersten Frau Anita ändert Ephraim Owen Goldberg seinen Namen in Frank O. Gehry. Ich wollte den Namen eigentlich nicht ändern. Aber damals haben wir sowohl in Kanada als auch hier in L.A. ziemlich viel Antisemitismus verspürt. Im Endeffekt war das wirklich blödsinnig, denn wenn du Jude bist, finden sie es sowieso heraus. Ein steiniger Weg bis zum Erfolg. Erst mit 60 gelingt Gehry der internationale Durchbruch in Europa mit einem Museum für den Möbeldesigner Vitra in Weil am Rhein. Um seine geschwungenen Formen weiterzuentwickeln, stößt Gehry auf ein Computerprogramm der Flugzeugindustrie, mit dem er die Architektur der Geraden und Quader gänzlich überwinden kann. Bahnfrei also für spacige Bauten wie sein Guggenheim-Museum im spanischen Bilbao, das im Jahr 1997 eröffnet wird. Es hat die Stadt wirklich verändert. Und die Menschen gehen auch heute noch hin und schauen sich dieses Haus an. Es hat der Stadt viel Geld gebracht. Also wurde aus diesem einst traurigen und heruntergekommenen Ort ein aufregender Platz, den die Menschen lieben. Exzentrisch und extravagant ist seine Architektur.
Seine gebauten Skulpturen sind längst zur Marketingstrategie vieler Firmen geworden. Wie die 2003 fertiggestellte Walt Disney Concert Hall in Downtown L.A. Der Name Gehry verleiht der Corporate Identity eben den Geschmack von innovativer Kultur. Für den übermütigen Zampano der Architektur hat sich mit dem Bau der Konzerthalle ein langer Wunschtraum erfüllt. I love it. I've had a good. Ich liebe Musik. Diese Liebe hat vor langer Zeit begonnen. Ich habe mich schon sehr früh für klassische Musik interessiert, schon auf der Highschool. Zum Beispiel Glenn Gould, den habe ich schon gehört, da war er noch am Leben und hat Bachs Goldberg-Variationen gespielt. Die hat er selbstverständlich nach mir benannt. Glenn Gould was alive and playing the Goldberg-Variations, which were named after me then. Mit seinen tanzenden Häusern und taumelnden Schiffen hat sich Frank Gehry in den Olymp katapultiert. Auch mit 86 Jahren denkt der rastlose Meister noch lange nicht ans Aufhören. Die Biografie Building Art, The Life and Work of Frank Gehry ist im Alfred Knopf Verlag erschienen. Nun ist es raus. Meryl Streep ist die neue Jurypräsidentin der Berlinale 2016. Für die Starschauspielerin ist es das erste Mal, dass sie eine solche Aufgabe übernimmt. Die Verantwortung ist fast etwas einschüchternd, sagte Streep zu ihrer Wahl. Wir wünschen ihr viel Erfolg. Morgen sehen Sie hier bei uns erste Ausschnitte aus Black Mass. Everybody's Darling Johnny Depp hat wahrscheinlich einer seiner hässlichsten Auftritte und lässt das Image des unverbesserlichen Schönlings hinter sich. Verpassen Sie es nicht. Das war's von der Kulturzeit für heute. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen miteinander.